privat, bitte nicht stören. Ich frage mich, was Jokey da drinnen treibt. Na, na, Schlumpfine, das Heim eines Schlumpfes ist sein Schloss und jeder Schlumpf sollte das Haus des anderen wie sein eigenes achten. Lasst uns mal gucken. Seht euch das nur an. Jetzt habe ich alles geschlumpft. Lasst mich mal sehen, lasst mal sehen. Geht ein Stück zur Seite. Hallo, hallo Schlümpfe. Was gibt's denn da Aufregendes zu sehen? So, das haben wir. Jetzt bin ich bereit zum größten Verschwindetrick aller Zeiten. Ich will das hier jetzt verschwinden lassen. Zuerst legt man es in die Kiste. Dann dreht man die Kiste um 90 Grad. Dann klopft man auf Holz. Dann öffnet man die Kiste. Und puff, es ist verschwunden. Oh, du verflixte Kiste, ich muss einen Fehler gemacht haben. Wer ist da? Was glaubt ihr wohl, was euch das angeht? Na, was denn? Oh, wir haben nur geguckt. Wir sind zufällig vorbeigekommen. Das war vielleicht ein schlumpfiger Trick, Jokey. So wie das Paket da einfach liegen blieb. Einfach liegen blieb. Ich hab das doch eben nur geübt. Ihr könnt mir schon glauben, dass ich euch jederzeit den größten Verschwindetrick vorführen kann. Ach, lass das doch, Jokey. Du kannst uns nicht für dumm verkaufen. Das Einzige, was verschwand, war der Rauch. Wenn du den Trick jederzeit vorführen kannst, dann beweise es. Ja, beweise es. Na ja, gut. Dann kommt rein. Steckt es in die Kiste, dreht die Kiste um 90 Grad, klopft auf Holz und macht es auf. Ach du mein lieber Schlumpf, was ist passiert? Schlümpfe, seid ihr verletzt? Ich möchte ja keinen Namen nennen, Papa Schlumpf. Aber Jokey hat mal wieder einen seiner albernen Tricks versucht. Das ist nicht albern, sondern es ist der größte Verschwindetrick. Ich habe ihn in dem Buch von Melchior dem Wunderbaren gefunden. Melchior dem Wunderbaren? Ich habe in seinem Buch gelesen, dass er weit weg von hier mitten in einem fantastischen Labyrinth lebt. Und aus diesem Grund nennt man ihn auch Melchior, Meister des Labyrinthes. Ich bin Melchior, der Meister des Labyrinths, der allerwunderbarste aller Magier. Und der Erfinder des ungeheuerlichen Verschwendetricks. Boriga, Melchior, der Wunderbare, fühlt sich mächtig miserabel. Boriga, wo bist du? Da bist du ja, lieber Boriga. Ich sagte ihm, dass ich mich miserabel fühle. Diese Last, wenn man so wunderbar ist, und diese Angst, dass jemand durchs Labyrinth findet und entdeckt, dass ich so klein bin und kränkel. Ich brauche jemanden, der sich um mich kümmert und mich von dieser fürchterlichen Krankheit heilen kann. Jemand, der freundlich ist und nicht zu groß. Jemand wie Papa Schlumpf. Achi. Vor langer Zeit, als ich noch ein Lehrling war, lief ich meinem grausamen Meister davon und verirrte mich im Wald. Ich war überzeugt, ich müsste sterben, aber Papa Schlumpf fand mich und gab mir von seiner Spezialmedizin. Lieber kleiner Papa Schlumpf, ich werde auf der Stelle nach ihm schicken, obwohl ich mich erinnere, dass ihm meine Tricks ziemlich egal waren. Basil? Basil, wo steckst du, Sir? Ah, oh, da steckst du ja. Basil, sei ein lieber Kerl und bringe diese Nachricht zu Papa Schlumpf, ja? Und trödle nicht herum. Und Papa Schlumpf, hast du gewusst, dass sich Melchior mit wilden Tieren umgibt? Das ist interessant, Jokey. Und Papa Schlumpf, Melchior der Wunderbare soll Nachrichten sogar mit einer Taube schicken. Hä? Oh, was ist das? Eine Nachricht für mich? Lieber Papa Schlumpf. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich andererseits bin krank und benötige deine Hilfe. Dieser Plan zeigt dir, wie du durch das Labyrinth kommst. Hochachtungsvoll, Melchior der Wunderbare. Toll, Papa Schlumpf. Du kennst tatsächlich Melchior den Wunderbaren? Tja, weißt du, eigentlich kenne ich ihn nur als Melchior den Narren. Papa Schlumpf kennt ihn! Papa Schlumpf kennt ihn! Oh, Papa Schlumpf, jetzt kann er mir den Verschwindetrick beibringen. Lass uns gleich losgehen. Tut mir leid, Jokey. Melchior ist sehr, sehr krank. Ich muss leider allein gehen. Außerdem hasst er Gäste. Oh, Papa Schlumpf, bitte. Ich werde mich auch sehr gut benehmen. Nein, Jokey, ich gehe allein. Jetzt muss ich meine Sachen packen. Auf Wiedersehen, meine kleinen Schlümpfe. Und seid schön brav und fleißig. Auf Wiedersehen, Papa Schlumpf. Warte, Papa Schlumpf. Hier ist ein Paket für Melchior, den Wunderbaren.
Oh, tut mir furchtbar leid, Papa Schlumpf. Auf Wiedersehen, Jokey. Auf Wiedersehen, meine Schlümpfe. Auf Wiedersehen, Jokey. Hey, wo gehst du hin? Oh, verdammt nochmal. Ich muss ganz dringend hinter Papa Schlumpf her. Aber Papa Schlumpf hat dir doch klar und deutlich gesagt, dass du hier bleiben sollst, Jokey. Ich weiß, aber wisst ihr, ich muss gehen. Der Melchior, der Wunderbare, braucht mich. Was ist, wenn Jokey sich verirrt? Ich gehe lieber mit. Es ist schwer vorstellbar, dass jemand noch wunderbarer sein kann als ich. Naja, auf jeden Fall werde ich das mal überprüfen. Melchior, der Wunderbare, hat sicher wunderbares Essen. Das solltet ihr wirklich nicht tun, Schlümpfe. Wiedersehen, Schlaubi. Ja, aber... Hey, wartet auf mich! Es funktioniert, Azrael, es funktioniert. Ich weiß, meine Wünschelrute wird mich zu diesen erbärmlichen Schlümpfen führen. Und dann... eine Schlumpfspur. Da ist endlich das Labyrinth. Ich gehe nach rechts, dann nach links und pass auf die Kiste auf. Jetzt nach rechts. Jetzt nach links. Schlumpf sei Dank. Ich werde gleich da sein. Hallo, Melchior! Willkommen, Papa Schlumpf! Willkommen! Wie schön, dich wiederzusehen, Melchior. Aber es tut mir leid, dass du krank bist. Oh, Hopschi! Hopschi! Mir geht's ja so schlecht. Endlich! Melchors berühmtes Labyrinth. Melchior, der Wunderbare. Ich werde Melchior, den Wunderbaren. Oh, der erste Trick. Ich möchte wissen, was das ist. Hilfe! Ich hab's geschafft. Ich bin tatsächlich im Haus von Melchior, dem Wunderbaren. Oh, seht mal das Labyrinth. Hoffentlich verirren wir uns nicht. Schlumpfine, darüber hättest du dir lieber vorher Gedanken machen sollen. Hey, wartet auf mich! Tja, wir haben uns schon verirrt. Diese abscheulichen kleinen Schlümpfe. Oh, wie ich sie hasse, wie ich sie verachte. Wo sind wir eigentlich? Hey! Wir sollten nach links gehen, denn es ist ja wohl logisch, dass wenn wir nach rechts gehen würden... Oh, hey, wartet auf mich! Oh je, meine Füße. Oh, das werden sie mir büßen. Ich glaube, wir laufen im Kreis. Ich hab's dir gesagt, du hättest auf mich hören sollen. Ach, du dumme Katze, was machst du? Oh nein, in die Richtung können wir nicht gehen. Da entlang auch nicht. Jetzt seid ihr in Schwierigkeiten, ihr ekelhaften kleinen Plagegeister. Schnell, Papa Schlumpf. Wie seltsam. Ich bin sicher, ich habe den Samen für deine Medizin in die Tasche gepackt. Entschuldige bitte, Papa Schlumpf, Jokey Schlumpf, habe ich dir nicht ausdrücklich ge... Melchior, der Wunderbare spricht. Wer ist dieser Fremde? Das ist Jokey Schlumpf. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass... Melchior, der Wunderbare wird jetzt... Was? Du bist Melchior, der Wunderbare? Jetzt haben wir sie, Azrael. Sie sind entwischt. Oh nein, das ertrage ich nicht. Ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Schlümpfe, was sucht ihr denn hier? Papa Schlumpf, Gargamel ist hinter uns her. Dann müssen wir uns aber ganz schnell verstecken. Wer ist Gargamel? Ja? Versteck dich, Jokey, schnell! Du bist überhaupt nicht wunderbar! Du hast ja Angst! Ja! Habe ich dich und jetzt zu den anderen jämmerlichen Schlümpfen. Es hat gar keinen Sinn, sich zu verstecken. Nicht bei meiner Wünschelrute aus Blaueiche. Melchior! Nun tu doch irgendwas! Mr. Gargamel, Sir, würde es Ihnen etwas ausmachen, meinen Gast loszulassen, bitte? Hat irgendwer irgendwo irgendwas gesagt? Archie! Ja, ich, Sir.
Also du, wer bist du, du widerwärtiges Häufchen Elend? Oh, ich bin Melchior, der Wunderbare. Danke. Du? Wunderbar? Du kleines Nichts. Ja, ihr habt ganz recht. Eigentlich bin ich gar nicht wunderbar. Ich bin tatsächlich nur ein Narr, euer Ehren. Mit Narren kann ich keine Zeit vertrödeln. Also, wo ist der Rest dieser erbärmlichen Schlümpfe? In dieser Kiste, eure Besonderheit. Steck ihn in die Kiste, dreh sie von rechts nach links, dann klopf auf Holz, dann öffne die Kiste und puff, dann ist er verschwunden. Ich kriege euch, ihr Schlümpfe, und wenn es das Letzte ist, was ich je tun werde. Es hat geklappt, Papa Schlumpf. Schlümpfe, kommt raus. Melchior! Du hast es geschafft! Der allergrößte Verschwindetrick. Hurra! 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 Danke, Papa Schlumpf, dass du gekommen bist und mich von meiner Krankheit geheilt hast. Hier, Jokey, das ist für dich. Es ist der zweitallergrößte Trick. Danke, Melchior.